imagine all the people living for today. In keinem anderen Land Europas ist die Armut so groß wie in der kleinen Republik Moldau, die direkt an die Ukraine grenzt. Der Krieg im Nachbarland stellt das Land vor enorme Herausforderungen. Die Energieversorgung bricht regelmäßig zusammen und das bettelarme Land muss derzeit rund 95.000 ukrainische Flüchtlinge versorgen. So viel wie kein anderes europäisches Land in Bezug zur Bevölkerung. Die Aktion Nachbar in Not hilft nicht nur den Vertriebenen, sondern auch den Helfern, und zwar mit einem Budget von knapp 6 Millionen Euro. Ein Flüchtlingslager der evangelischen Baptistenkirche am Rande der moldauischen Hauptstadt Chișinău. In diesen Häusern sind Familien aus dem ukrainischen Kriegsgebiet untergebracht. Insgesamt 175 Flüchtlinge werden hier versorgt. Sie bekommen 3 Mahlzeiten pro Tag und medizinische Hilfe. Die Versorgungs- und Betriebskosten betragen knapp 5.000 Euro pro Tag und werden von der Aktion Nachbar in Not finanziert. Das ist eines der größten Verteilerzentren in Chișinău, betrieben von einer moldauischen Hilfsorganisation, finanziert zum Teil von der Caritas und zum Teil von den Spendengeldern der Aktion Nachbar in Not. Täglich kommen 300 bis 400 ukrainische Flüchtlinge, um sich ihre Essensration für eine Woche zu holen. Bezugsberechtigt ist, wer sich hier registriert hat. Das Ehepaar Helena und Alexei erzählt, dass sie sehr froh sind, hier versorgt zu werden. Sie würden gerne zurück, können aber nicht, weil sie an der Frontlinie bei Mykolaiv leben. Von März bis heute sind rund 50.000 Essensrationen an die Flüchtlingsfamilien verteilt worden. Auch diese Kosten von insgesamt rund 750.000 Euro werden von der Aktion Nachbar in Not übernommen. Brennholz für moldauische Familien, die selbst unter der Armutsgrenze leben und dennoch Flüchtlingen Platz bieten. Diese Mutter aus Odessa hat mit ihren 3 Kindern bei einer kinderreichen moldauischen Familie Unterschlupf gefunden. Nachbar in Not stellt das Brennholz für den gesamten Winter zur Verfügung. Sie hätten sich das Heizen des Hauses sonst nicht leisten können. Und darum ist diese Hilfe so immens wichtig, dass man den geflüchteten Menschen hilft, denen sozusagen Moldawien großzügig geholfen hat, aber auch den Helfern und vor allem den betroffenen armen Menschen im Land hilft, um wirklich da Perspektiven und das Überleben zu ermöglichen. Stromausfall in einem Kindergarten in Chișinău, in dem ukrainische Kinder dank der Aktion Nachbar in Not betreut werden können. Der Strom kommt hauptsächlich aus der Ukraine, der immer dann ausfällt, wenn ukrainische Kraftwerke bombardiert werden. Es ist in der Tat so, dass Cherson jetzt zwar frei ist, aber diese Freiheit wird teuer bezahlt im Prinzip, weil man jetzt Frontstadt wird, weil die Russen auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses eben, Raketen sind das eine, aber vor allem die Artilleriegefechte, die man sich mit den ukrainischen Truppen in und in der Region Cherson nach wie vor liefert, die sind schon sehr massiv. Es hat auch Berichte gegeben, die konnten wir bislang noch nicht wirklich 100% verifizieren, haben allerdings 2 Quellen dafür, dass angeblich auch Scharfschützen im Einsatz von russischer Seite in den vergangenen Tagen zumindest punktuell gewesen sein sollen. Wenn wir insgesamt auf die militärische Lage schauen, wir hier haben Schnee im Süden und Südosten des Landes, insbesondere in der Region Bachmut und dann eben noch weiter südlich runter, vor allen Dingen viel Regen in den vergangenen Tagen. Der führt dazu, dass insbesondere Schützengräben komplett verschlammt sind. Für die ukrainische wie auch für die russische Seite ein Riesenproblem, wobei die ukrainische Seite, die Soldaten dort schon noch besser ausgestattet sind als die russischen. Das ist zumindest das, was wir Videoaufnahmen und auch abgehörten Berichten entnehmen können. Im Moment eine Verlangsamung, würde ich sagen, der militärischen Aktivitäten, die einfach dem Wetter geschuldet ist. Das bedeutet aber nicht, dass es zu einem kompletten Stillstand kommt, sondern man vermutet hier im Moment eher, in dem Moment, wo die Temperaturen unter den Gefrierpunkt kommen, wo im Prinzip der Boden gefriert, sind auch die schweren Geräte, die im Krieg im Einsatz kommen, wieder besser manövrierfähig, können sich bewegen und dann könnte es durchaus sein, dass da, ich nenne es mal vorsichtig, mehr Aktivität, furchtbares Wort in dem Zusammenhang, aber dass dann dieser Krieg einfach nochmal ein neues Momentum bekommt, wobei im Moment nicht ganz klar ist, welche Seite da vielleicht tatsächlich in eine Form von Gegenoffensive, in einen Rückeroberungs- oder Eroberungsmodus gehen wird. Es gibt Hinweise darauf, dass die Russen das ukrainische AKW Saporischschja bald verlassen. Der Chef der ukrainischen Atomenergiebehörde Energoatom erklärte im Fernsehen, er habe den Eindruck, die Russen würden ihre Sachen und auch Gestohlenes zusammenpacken, um das Atomkraftwerk der IAEA zu übergeben.
Laut dem Ministerpräsidenten Denis Schmyhal ist die Energieversorgung in der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die kritische Infrastruktur jetzt wieder stabilisiert. Beschäftigte der Elektrizitätswerke waren rund um die Uhr im Einsatz, um die Stromausfälle immer weiter zu begrenzen. Im Osten und im Süden der Ukraine greifen Russlands Streitkräfte weiter an. Das Verteidigungsministerium in Moskau verbreitete auch ein Video, das Soldaten zeigt, die nach einem weiteren Gefangenenaustausch untersucht wurden. In Russland wächst die Kritik wegen unvorbereitet in den Krieg geschickter Rekruten. Batteriebetriebene Lampen sind in der Ukraine in diesen Tagen der Renner. Seit Russlands wiederholten Attacken auf die kritische Infrastruktur wollen sich die Menschen unabhängig machen von der Stromversorgung. Das Geld für viele andere Produkte haben sie in den Markthallen von Odessa kaum noch. Schlecht für die Händler. Angesichts gestörter Lieferketten durch den Krieg haben sie es schwer, ihre Produkte woanders zu verkaufen. Es ist sehr schwierig für die Leute. Viele sind weggegangen. Andere kaufen nur noch wenige 100 Gramm meines Käses. Die haben oft nur noch Kleingeld im Portemonnaie. Die Geldautomaten geben nicht genug Bares, zum Beispiel für den Kauf von diesen heimischen Karpfen. Weil nach russischen Angriffen oft nicht nur der Strom ausfällt, sondern auch die Internetverbindung zu den Banken. Oder aber, weil das Ersparte längst schon aufgebraucht ist. Die Preise steigen ständig. Das kann sich kaum noch jemand leisten. Wir machen nur noch ein Drittel des früheren Umsatzes. Ganz besonders betroffen von Russlands Attacken auf die kritische Infrastruktur ist der Großraum Kiew mit seinen 1,3 Millionen Menschen. Bürgermeister Klitschko will am Mittag auf einer Konferenz in Brüssel um ausländische Investitionen werben für den Wiederaufbau seiner Stadt. Wir denken sehr optimistisch und wir haben Pläne, Stadt wieder aufzubauen und Stadt zu entwickeln. Und deswegen, wir sind bereit, sehr viele Projekte zu präsentieren an unsere Partner und sehr dankbar an unsere Partner für Unterstützung. Die Regierung in Kiew, die Weltbank und die EU-Kommission gehen für die Beseitigung der Kriegsschäden im ganzen Land von rund 350 Milliarden Euro aus. Ukrainische Soldaten im Schützengraben, angeblich gefilmt nahe Bachmut im Osten des Landes. Hier toben derzeit mit die heftigsten Kämpfe. Das ukrainisch gehaltene Cherson leidet derweil weiter unter russischem Beschuss. Zwar sei hier die Stromversorgung zu 17% wiederhergestellt, dennoch sind alle Bewohner dringend aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Freiwillige unterstützen dabei insbesondere ältere oder erkrankte Menschen. Cherson kann das zweite Mariupol werden. Jetzt müssen wir so viele Menschen wie möglich rausbringen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser und keine Lebensmittel. An der gesamten Front meldet der ukrainische Generalstab schwere Verluste der Russen. Dennoch rechnet Kiew mit einer baldigen Großoffensive Moskaus. So stellt der ukrainische Präsident Selenskyj seine Landsleute auf einen harten Winter mit heftigen russischen Angriffen ein. Beschwört Zusammenhalt und Solidarität. Wir wissen, dass diese Terroristen neue Anschläge planen. Solange sie Raketen haben, werden sie leider keine Ruhe geben. Unsere gegenseitige Hilfe ist eines der Schutzelemente gegen den Terror und ist unsere Stärke. Die Folgen von Krieg und Verwüstung sind indes in der Region Charkiw zu sehen. Der Ort Kamianka gilt offiziell als ausgelöscht. Kein einziges Haus oder Gebäude des Dorfes ist unversehrt. Mehrere Monate lang wurden hier heftigste Kämpfe ausgetragen. Tagsüber kehren jetzt ehemalige Bewohner zurück, um in den Trümmern nach Verwertbarem zu suchen. Anscheinend haben sie eine Granate in unseren Kornspeicher geworfen und alles zerstört. Mein Mann hatte neue Maschinen gekauft, Mähdrescher, Sämaschinen, alles importierte gute Maschinen. Sie haben alles zerstört. Unterdessen sieht der ukrainische Energieversorger Energoatom nach eigenen Angaben Anzeichen eines möglichen Rückzugs russischer Truppen aus dem Atomkraftwerk Saporischschja. Russland hat das AKW im März unter seine Kontrolle gebracht. Betrieben wird es weiterhin von ukrainischem Personal. International ist die Sorge groß, dass es hier zu einer nuklearen Katastrophe kommen könnte. Imagina la gente.
Viviendo en paz. Me llama soñador.